Hannover empfängt Mainz. Beide Teams brauchen einen Sieg, 96 im Kampf um die Champions League-Plätze, Mainz für einen Startplatz im internationalen Geschäft. Die Niedersachsen haben in Liga 1 noch nie zu Hause gegen die Rheinhessen verloren. Hannover in Rot und gleich im Vorwärtsgang. Jakonan prüft Mainz Torwart Müller. 16 Minuten sind gespielt. 12 Minuten später und wieder heißt das Duell Didier Jakonan gegen Heinz Müller. Und wieder klärt Müller. Jetzt die Gäste. Ecke Holtby, Fatih und Cherundolo klärt auf der Linie. 34 Minuten gespielt, die Partie offen. Es läuft die letzte Minute in Hälfte 1. Pinto sieht Stindl und der wird im Strafraum von Noweski gelegt. Elfmeter und rote Karte für den Mainzer. Die 05er mit ihrem ersten Platzverweis in der Saison. Jakonan tritt an und macht das Tor. 1:0. Didier Jakonan per Elfmeter zu seinem 13. Saisontreffer. Hannover führt. So geht's auch in die Pause. Zweite Halbzeit, erste Chance wieder für die Gastgeber. Rausch zieht ab, aber Müller mit einem klasse Reflex. 54. Minute. Nur eine Minute später, Alagui hat freie Bahn zum Tor. Aber auch 96-Keeper Zieler ein sicherer Rückhalt seines Teams. Die Gäste haben die letzten drei Partien nicht gewonnen. Noch haben sie eine halbe Stunde Zeit. Die 59. Minute, Stindl für Hannover. Pinto. Und Pinto macht ihn rein. Das 2:0. Pinto und Stindl mit viel Platz nach dem Eckball. Und Hannover ist auf dem Weg zum 5. Bundesliga-Heimsieg in Folge. Und auf dem Weg Richtung Europa. Drei Minuten später, Mainz versucht's nochmal, aber Zieler klärt den Freistoß von Risse. Noch knapp eine Viertelstunde zu spielen, Hannover wieder gefährlich nach einem Eckball. Hagui köpft und Müller hat ihn noch auf der Linie, entscheidet Schiedsrichter Kienhöfer. Weiter 2:0. Die Hausherren diktieren das Geschehen auf dem Platz. Die 85. Minute, Stindl, Abdelaue, aber auch er vergibt die Riesenchance zum 3:0. Hannover schlägt Mainz mit 2:0. Die 96er sind durch den Sieg wieder das beste Heimteam der Liga, feiern den 11. Heimsieg der Saison, Vereinsrekord für sie in Liga 1. Der Lohn, Tabellenplatz 3.